uns zugeschaltet nun Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Guten Tag, Herr Kurz. Herr Bundeskanzler, sagen Sie uns, jetzt wo die Grenzen auch von Deutschland aus dicht gemacht werden, wie gehen Sie damit um? Ja, wir verstehen selbstverständlich das deutsche Vorgehen. Wir haben ja ohnehin schon vor Tagen unsere österreichischen Grenzen überall dorthin dicht gemacht, wo wir Sorge haben, dass wir das Virus einschleppen könnten, also insbesondere nach Italien, aber auch zu anderen Ländern. Aber die Frage ist ja nicht nur das Grenzen dicht machen, sondern die Frage ist, was macht man im Land selbst? Das Virus ist ja schon längst in unseren Gesellschaften, egal ob in Österreich, Deutschland oder allen anderen europäischen Ländern. Und daher fahren wir Österreich ab morgen früh auf Notbetrieb hinunter. Das bedeutet, alle Schulen sind zu, Veranstaltungen sind verboten, die Geschäfte bleiben zu und die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Die Menschen dürfen nur noch außer Haus gehen, um zur Arbeit zu gehen, die notwendigen Besorgungen zu machen oder für andere Menschen da zu sein, die Hilfe brauchen. Wer sich die Füße vertreten will, der kann das natürlich tun, aber alleine oder mit den Menschen, mit denen er zusammenlebt. Wir wollen jede Ansteckung verhindern. Wir wissen, dass wir die Ausbreitung nicht aufhalten können, aber wir können sie zumindest verlangsamen und alles tun, damit wir nicht schon in wenigen Tagen dieselbe Situation haben wie in Italien. Herr Bundeskanzler, wie muss man sich die Kommunikation zwischen Ihnen und der Bundeskanzlerin in diesen Tagen vorstellen? Hatten Sie Kontakt und haben Sie auch mit Horst Seehofer, dem Innenminister, gesprochen? Ich habe mit sehr vielen unserer Partner in ganz Europa Kontakt, natürlich auch mit deutschen Politikern, mit der Kanzlerin selber, mit dem Gesundheitsminister. Da bin ich sehr dankbar für den guten Austausch, aber auch mit regionalen Ministerpräsidenten, zumindest mit Horst Seehofer, der ja direkt an uns angrenzt, Markus Söder und vielen anderen mehr. Insofern gibt es hier einen guten Austausch, aber Austausch hin oder her, jedes Land muss jetzt die notwendigen Maßnahmen setzen, damit die Ausbreitung zumindest verlangsamt wird. Viele Menschen fragen sich ja, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass wir die Ausbreitung verlangsamen, dass der Peak, der Höhepunkt der Ansteckungen nicht während der Grippesaison stattfindet, dass er vielleicht nicht in voller Wucht auf einmal stattfindet und unsere Kapazitäten in den Spitälern nicht komplett übergehen. In Italien ist das Gesundheitssystem bereits fast zusammengebrochen. Dort müssen Ärzte entscheiden, wen sie behandeln, weil sie nicht alle gleichzeitig behandeln können. Das ist die Realität in unserem Nachbarland. Das Land Italien ist uns 10 bis 14 Tage voraus und darum machen wir alles Menschenmögliche, fahren Österreich auf einen absoluten Notbetrieb herunter, um die Ausbreitung zumindest zu verlangsamen. Herr Bundeskanzler, Sie haben den Notbetrieb Österreich angesprochen. Sie haben besonders drastische Maßnahmen vorgestellt. Und zwar sollen sich Menschen nicht mehr versammeln in einer Personenanzahl von über 5 Personen. Wollen Sie eigentlich alle Ihre Bürger in Österreich einsperren für die nächsten Wochen? Naja, wir haben Ausgangsbeschränkungen festgelegt. Wir haben ganz klar gesetzlich und per Erlass definiert, aus welchen Gründen man das Haus verlassen darf und wie man sich hier zu verhalten hat. Man darf zur Arbeit gehen, man darf einkaufen gehen, Lebensmittel, Apotheke und die notwendigen Besorgungen. Man darf außer Haus gehen, um andere Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Und man darf natürlich, damit einem die Decke nicht auf den Kopf fällt, auch spazieren gehen. Aber das alleine oder mit den Menschen, mit denen man zusammen wohnt, weil man die ja ohnehin schon angesteckt hat. Zu allen anderen Menschen ist zumindest 1 Meter Abstand zu halten. Versammlungen gibt es gar keine mehr. Gruppenbildungen in der Öffentlichkeit wird es nicht geben. Die Polizei kontrolliert und wird die Menschen darauf hinweisen, dass das rechtlich im Moment nicht gestattet ist. Aus der deutschen Politik hört man, dass Ihre Maßnahmen übertrieben seien. Wollen Sie sich in Wahrheit hier in Europa als eine Art knallhart Kanzler präsentieren? Geht es Ihnen darum? Naja, schauen Sie, die Situation ist ja ganz einfach. Schauen Sie sich die Zahlen an. Es ist eine Frage der Mathematik. Wir hatten vor weniger Zeit noch einige wenige Fälle im einstelligen Bereich. Danach wurde der Bereich zweistellig. Wir haben ein rasantes Wachstum, eine Steigerung von 1,3 jeden Tag. Das bedeutet heute 800 Fälle, morgen 1000 Fälle
und in einer Woche über 10.000 Fälle. Und dann kann man die Zahlen so weiter fortsetzen. Wir müssen die Kurve dringend abflachen. Wenn es uns nicht gelingt, dass die Kurve abgeflacht wird in Österreich, dann haben wir die Situation wie in Italien. In Italien sterben die Menschen und können sich teilweise nicht mehr von ihren Angehörigen verabschieden, sondern nur via Telefon, weil die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Die Ärzte müssen entscheiden, wen sie behandeln, weil zu viele Menschen gleichzeitig ärztliche Versorgung brauchen und das Gesundheitssystem ist vor dem Zusammenbruch. Insofern bleibt uns in Österreich keine andere Wahl, als das zu tun, was wir tun. Das ist ja nicht auf Dauer, das ist ja keine Zukunftsperspektive für unser Land, sondern es sind wahnsinnig einschneidende Maßnahmen für kurze Zeit, aber mit einem Ziel, nämlich Leben zu retten und die Kapazitäten in unserem Gesundheitssystem nicht zu sprengen. Und die österreichische Bevölkerung, die trägt das zu 100% mit. Alle Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, haben wir einstimmig beschlossen über die Parteigrenzen hinweg. Aber wenn jetzt in Österreich alles geschlossen wird, fragen sich die Menschen doch, wann wird es wieder geöffnet? Also wann rechnen Sie mit einer Rückkehr zur Normalität in ganz Europa? Jetzt gilt es einmal für eine Woche auf Notbetrieb herunterzufahren. Wir werden jeden Tag ganz genau die Zahlen beobachten und hoffen natürlich alle inständig darauf, dass sich die Kurve abflacht. Ab dem Moment, wo sich die Kurve abflacht, können wir die Situation neu bewerten und entscheiden, wie wir mit unseren Maßnahmen weiter vorgehen. Vor allem wissen wir aber dann, dass unsere Maßnahmen greifen. Noch gibt es die Gewissheit nicht. Unsere Experten sagen uns, 25% weniger Kontakte bedeutet rund 50% weniger Ansteckung. Das ist die wissenschaftliche Grundlage, die wir haben. Und insofern gibt es eine große Chance, dass unsere Maßnahmen wirken. Gewissheit haben wir erst in einer Woche. Aber wenn wir jetzt nicht handeln, dann wissen wir zumindest für Österreich, dass es in einer Woche zu spät sein wird und dass wir das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen können. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, für das Gespräch.